So, und weiter geht's bei Let's Play FIFA 13. Ja, und erstmal eine kurze Anmerkung. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass FIFA nur noch dreimal in der Woche kommt. Sprich Montag, Mittwoch und Freitag. Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag wird um 14 Uhr Grid 2 kommen. Ganz einfach. Ja, habe ich jetzt einfach so beschlossen. So, jetzt schauen wir erstmal bei Spieler verkaufen. Ich will noch ein paar Spieler verkaufen. Wen ich ganz gern verkaufen würde. Ist Akpala. Ja. So. Nächste Partie und zwar heute gegen Leverkusen. Ja. Los geht's. Wird bestimmt interessant gegen Leverkusen. Ja. Bilanz von Leverkusen. Ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage in den letzten drei Spielen. Los geht's. Bundesliga. Die Winterpause ist vorbei. Bremen gegen Leverkusen. So, werfen wir mal einen Blick auf die Tabelle. Wir sind nur noch Dritter. Okay, die anderen haben alle schon gespielt. Die anderen haben alle schon gespielt. Deswegen nur noch auf Platz 3. So. Gleiche Aufstellung wie beim letzten Spiel. Ja, los geht's. Gegen Leverkusen haben wir erst vor kurzem gespielt in der Liga. Warum wir jetzt dann schon wieder gegen Leverkusen spielen, ist mir ein Rätsel. Ist halt so. Aber da haben wir nur unentschieden gespielt und jetzt, boah, dritte Minute. Blitztor, wir sind hinten. Was ist denn hier schon wieder los? Ich muss mich an den Anfangsminuten immer mehr konzentrieren, sonst wird das nichts. Mit den Top 3, was ich mein Ziel jetzt gesetzt habe, Top 3 in der Liga. Boah. Selassie. Arnautovic. Was macht ihr denn? Jetzt Bender. Das war doch nie abseits. Hallin hat doch ganz wie anders bekommen. Hier. Naja. Ja. Partie beginnt. Furios. Adrian. Hand. Petersen. Mbaye. Nicht auf Hand. Aber jetzt. Nee. Und gegen Leverkusen schießt man nicht zu leichten Tor. Das muss eigentlich gelb geben. Nee, gibt sogar gar nichts. Und jetzt Adrian. Läuft einfach mal. Ja! Ekici, Ekici macht das Tor. Mehmet Ekici, 23. Minute. 1-0. 1-1 natürlich. So
Ja, Vater wird abgepfiffen. Jetzt gibt's die erste gelbe Karte für Akichi. Nee, für Sokrates, ja, okay, die hat auch vorher verdient. Die hätte vorher schon kriegen sollen. Eigentlich. Eine Schwelle drüber. Ja, denn diesen Spielstand hatten wir letztes Spiel auch. Gegen Leverkusen, da ging es 1-1 in Leverkusen aus. Und jetzt Arnautović. Hand. Ne, Petersen war das. Jetzt haben wir wieder Petersen. Adrian! Kommt nicht ran. Gibt's das? Ich hätte gemeint, es wäre abseits. Wie die dann da hier alleine stehen. Hier, Petersen, kein Abseits. Ich denke, es war kein Abseits. Schauen wir mal. Hier der Befreiungsschlag, nicht gut. Petersen. Gleiche Höhe, gleiche Höhe. Gleiche Höhe. Boah, das hätte aber ins Auge gehen können. Naja, okay. War dann nicht im Abseits. Arnautović will es wissen. Heute? Ich glaube, der schießt noch jetzt, wenn es gut läuft. So. Aber ich habe auch offscreen mal ein Angebot gemacht für Son. Jungmin Son, ein Ex-Hamburger, also eigentlich ist er noch ein Hamburger, aber Paris hat ihn vor letzte Saison gleich verpflichtet und jetzt habe ich mal ein Angebot gemacht. Ist ein Stürmer. Ich glaube 20 Jahre müsste er alt sein. Aber ich habe ihnen wenig geboten. Müssen wir mal schauen. Denke eh, dass sie ihn ablehnen werden. 3 Minuten gibt's oben drauf. Hand. Handspiel. Und jetzt Brödel. Und Leno hat ihn. 2-1 immer noch. Die Führung für uns. Und jetzt wird Halbzeit sein. Ja, so ist es. Halbzeit. 2-1, das kann sich doch sehen lassen. Gegen eine Top-Mannschaft wie Leverkusen. Schüsse aufs Tor. 2-2-1. Ja, und alle Torschüsse sind reingegangen. Ja, auf Augenhöhe das Spiel. Boah, Sokrates müsste aufpassen. Ich glaube, den wechseln wir jetzt noch mal aus. Da riskiere ich lieber nichts. Und jetzt Petersen. Bei meinem PES-Let's Play geht es mir doch zur Zeit so, dass ich fast neben dem Spiel eine rote Karte bekomme. Eine gelb-rote. So. Fritz kann es draus spielen. So. Fritz kann auch in dem Verteidiger spielen. So. Komm. Ja, das Schlimmere ist, nicht nur er ist im nächsten Spiel gesperrt, wir haben einfach dann heute einen Mann weniger. Das ist viel schlimmer. Als die eine Spiele, diese Einspielsperre kann man doch verschmerzen, aber da ist er dann heute nicht dabei. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, da kommt er nicht dran. Da kommt Petersen nicht dran. Ja, 55 Minuten gespielt, 2-1 immer noch. Die Führung für Werder. Machen sie noch ein Tor, dann ist es, glaube ich, gegessen. Aber jetzt erstmal Leverkusen. Boah. Hegler vergibt. Und jetzt Auswechslung. Hegler muss jetzt gehen. Und Augusto kommt. Jetzt vielleicht ein Konter. Hand. Von Adrian sieht man immer weniger zurzeit. Okay, hat die Vorlage gegeben fürs 2-1.
Ja. Boah. Petersen mal wieder. Mit der Chance. Gut, 63 Minuten gespielt. Ekici mit dem Ballverlust, aber Bremen hat den Ball nicht. Ich wollte schon sagen, Bremen hat den Ball wieder, aber da ist er jetzt. Und jetzt Adrian. Adrian. Kein Abseits, wollte ich schon fast sagen. Und ich wechsle jetzt aus. Wir tun einfach mal Adrian. Ja, schauen wir mal. Adrian 78 hat der schon. Junge, Junge. Prima, Junusovic. Ja, Adrian hat sich gut gesteigert. Aber schwächelt die letzten Spiele ein bisschen. Beziehungsweise ist nimmer so auf den Top-Level wie den letzten, wie in der ersten Hälfte der Saison. Ja! Klasse! Petersen, klasse! Klasse Flanke, klasse Vorlage von Silassi, klasse Kopfball von Nils Petersen, 72. hier die Flanke, klasse gemacht auf Petersen. Petersen brachte ihn nur noch einnicken. 3-1. Und Mielitz. Boah, da wollen sie es wissen, Leverkusen. Aber Mielitz zur Stelle. Und jetzt... Gibt Elfmeter. Gibt Elfmeter. Silassi wird auch die gelbe Karte wahrscheinlich bekommen. Ja. Und jetzt Schüle gegen Mielitz. Wer gewinnt das Duell? Ja! Mielitz hält den Elfmeter. Unglaublich. Gibt jetzt auch noch Ecke. Da wäre Leverkusen nochmal dran gekommen. Und dann wäre es nochmal richtig spannend gewesen. Und jetzt Silassi. Mit dem Befreiungsschlag. Petersen. Ekici. Nicht wieder auf Petersen. Boah, Mielitz! Jetzt hält Bremen mit diesen Klasse-Paraden immer noch in Führung. Und jetzt Fritz Petersen. 5 Minuten noch. Ich tippe 2 Minuten noch Spielzeit. Ne, ich tippe 1 Minute. Mehr wird es wahrscheinlich eh nicht geben. Und jetzt Brödel, Junusovic. Boah, ja, Mielitz heute richtig stark. Und jetzt Junusovic. Gibt's nochmal einen Konter. Anatovic. Wäre eh abseits gewesen, also. 90 Minuten. Wie viel gibt's jetzt oben drauf? Gar nichts. Ah, der Ball kullert. Aber ich will auch korrekt hingehen, warum denn? Ja, aus ist 3-1 gegen Leverkusen, hätte das gedacht. Ich nicht, Petersen, Arnautovic und Ekici, die Torschütze bei Werder Bremen und Schwede schon in der dritten Minute ein Blitztor. Für Leverkusen hat aber dann doch nicht gereicht. Ja, Petersen 9,4, aber auch Mielitz 8,6, bärenstark. Adrian 8,9, der mir gar nicht so aufgefallen. Er ist zwar jetzt die letzten Spiele nicht bis im Mittelpunkt, Adrian, aber er bringt immer konstant seine Leistungen, gibt Vorlagen, gibt gute Pässe. Auch wenn er jetzt nicht mehr so viel Tore schießt. Wie in der ersten Hälfte der Saison. Beziehungsweise in den ersten paar Spielen. So. Raphael Wolf. Kurzleihe. Machen wir, weil er will eh ausgeliehen werden.
Elfenbeinküste, nee. Spieler verliehen, okay. Ja. Inakzeptabel. Ja, wir. Ich hätte Son schon gern. Ja, was gehen wir denn dann für einen Spieler? Wen ich noch zu bieten hätte, wäre Bargfrede, weil den bräuchte man eigentlich auch nicht wirklich. Und wir könnten noch ein bisschen erhöhen. Okay. Okay, dann sage ich, haut rein, bis nächstes Mal, tschüss. Oh, und übernächstes Spiel gleich ein Auswärtsspiel gegen Bayern. Okay. Und wo ich welchen Platz nehmen wir jetzt eigentlich? Zweiter. 2 Punkte hinter Dortmund. Also das Duell dann gegen Dortmund wird richtig wichtig. Extrem wichtig. Und dann sage ich, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschüss. Euer Klepperti.